Herzlich willkommen, Hanna auch. Hallo, Sabine, Grüß guten dich. Abend. Freut uns sehr, dass ihr heute so zahlreich dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Tag, habt auch ein bisschen die Sonne genießen können. Ich darf euch Hanna Fiegenschuh vorstellen. Hanna hat in Geisenheim Önologie und Weinbau studiert und ist dann erstmal 2007 nach Geisenheim, nach Frankreich, Bordeaux, zum Graf Neipperg gegangen, zur Lese. Und das hat ihr anscheinend so gut gefallen, dass sie dann gleich 2008 und 2009 einen Erasmus in Bordeaux gemacht hat und ihre Diplomarbeit auch dann bei de Renoncourt, Stéphane de Renoncourt. Und Hanna, erzähl uns mal von deiner Arbeit, die du jetzt machst. Seit 2010 bist du dort. Genau, ja, also wie du ja schon gesagt hast, ich habe einen Teil meines Studiums in Geisenheim und dann in Bordeaux verbracht. Das hat mir die Türen in Bordeaux geöffnet. Ich habe da zur richtigen Zeit die richtigen Leute kennengelernt, als ich beim Graf von Neipperg Praktikantin war. Während der Ernte 2007 war Stéphane de Renoncourt eben dort Berater. Da sehr regelmäßig begegnet und ich sehe nachher ein kleines bisschen was über die Person, aber es ist auf jeden Fall jemand, der sehr viel mit Feeling funktioniert und wir hatten einfach ein gutes Feeling von Anfang an und er hat mir relativ schnell gesagt, wenn ich irgendwann mal einen Job suche, könnte ich den gerne bei ihm finden. Das war natürlich am Anfang etwas seltsam, weil auch mein Französisch nicht so gut war und ich mir dann einfach nur dachte, was ist denn das für eine Ansage? Ja, ich habe ja dann meine Bordeaux-Kenntnisse ein bisschen vertieft, weil ich da einfach mein Studium fortgesetzt habe an der Uni. Und halt auch weiterhin Kontakte geknüpft habe und auch weiterhin mit Stefan in Kontakt geblieben bin und so natürlich einfach ein bisschen mehr die Philosophie von der Firma verstanden habe und seine Arbeitsweise. Und ja, und dann konnte ich dem Angebot, das er mir da ganz am Anfang gemacht hatte, eigentlich gar nicht mehr widerstehen. Und ja, bin dann über meine Diplomarbeit und mein Geisenheimer Abschlusspraktikum quasi über mein Praxissemester, wie das zu der Zeit noch hieß, in 2010 mein Abschluss gemacht, das war eine der letzten Diplom-Ingenieur-Jahrgang. Und ja, und seitdem bin ich eben von Stéphane de Renoncourt, das heißt, wir sind eine Beratungsfirma. Wir arbeiten in der Weinbau- und Önologieberatung, aber wir sind eine von der wenigen ganz unabhängigen Beratungsfirmen. Das heißt, wir haben kein Weinlabor, wir machen keine Weinanalysen. Das ist hier oft gekoppelt, also wie zum Beispiel Michel Roland hat Roland Önologie, also hat auch ein Labor und verkauft auch önologische Produkte. Das machen wir nicht, wir machen wirklich nur pure Beratung im Weinberg, würde ich mal sagen, so 70% unserer Zeit und 30% im Keller. Wir sind heute 17 Leute, die in dieser Firma arbeiten, davon 12 Berater, die arbeiten in 15 verschiedenen Ländern, also als wir noch so viel reisen konnten, war das natürlich ein bisschen einfacher. Betreuen ungefähr 140 Weingüter. Hauptsächlich natürlich in Bordeaux und hauptsächlich in Frankreich, aber auch weltweit, genau. Ja, und das Besondere war ja von der Ausbildung her Geisenheim, das Besondere, dass eben Weinbau und Önologie zusammen war. Und das ist ja in Bordeaux nicht unbedingt. Und das hat Eindruck gemacht, hast du mir erzählt, gell? Ja, genau, weil ich war in Bordeaux an der Uni, die das Diplom National Önologie vergibt. Das heißt, es ist tatsächlich ein Önologe, kein Weinbauingenieur, sondern tatsächlich ein Önologe. Dementsprechend ist die Ausbildung auch sehr stark auf ausgerichtet, also sehr stark Mikrobiologie orientiert und sehr viel Verkostung auch. War natürlich super spannend, weil ich natürlich schon einen großen Teil an Praxis und an Weinberg in meiner Geisenheim-Zeit angefangen hatte und ich da jetzt, würde ich mal sagen, nochmal auch so ein bisschen so eine Perfektionierung in gerade der Verkostung und den Molekülen und sowas alles in dieser Ausbildung genossen habe, die vielleicht so spezifisch in Geisenheim nicht gehabt hätte, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Aber wir hatten zum Beispiel, das war 2008 in Bordeaux an der Uni, wir hatten Vorlesungen während der Ernte, was ich ja total unverständlich fand. Also da durfte man auch tatsächlich nicht fehlen. Das hatte gar nichts zu tun mit der Geisenheimer Philosophie, wo natürlich alle Winzerkinder auf jeden Fall zu Hause sind während der Ernte und es einfach auch nichts Spannenderes gibt als die Ernte im ganzen Jahr. Also ja.
Das war schon ein bisschen erstaunlich, weil ich einfach da gemerkt habe, dass da schon etwas mehr, sag ich mal, ja, soll ich sagen, analytischer Ansatz, sage ich mal, von dieser Ausbildung in Bordeaux, von dieser wirklich der pure Önologe. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Apotheker ist, aber der ist auf jeden Fall schon eher labororientiert als. Die Arbeitsteilung ist eben größer, was in so kleinen Weingütern wie in Saint-Emilion nicht unbedingt sinnvoll ist. Da muss man ja beides können. Aber du hast noch einen Fuß in Deutschland, nicht wahr? Ja, also natürlich, weil ich natürlich meine ganze, also meine Familie ja da noch ist, meine Eltern auch da noch sind, bin in Wiesbaden groß geworden, also direkt neben dem Rheingau. Ja, und ich habe einfach, Riesling hat mir unglaublich gefehlt, also vor allem deutscher Riesling, weil Riesling kann man ja auch anderswo finden, aber deutscher Riesling hat mir sehr gefehlt, weil es eine Rebsorte ist, die ich ganz toll finde, mit der ich einfach auch sehr viel Lust hatte zu arbeiten. Und ja, und ich wollte einfach auch was für mich haben, was für mich machen. Und deswegen habe ich ein ganz kleines persönliches Weinprojekt im Rheingau, das mir die Theresa Breuer ermöglicht hat, mit der ich befreundet bin und die mich da fleißig unterstützt. Und ja, und das macht mich natürlich ganz glücklich, weil ich hier in Bordeaux dann einfach mit vielen Leuten deutschen Riesling probieren kann. Und deinen eigenen Riesling, ja. Meinen eigenen Riesling auch noch. Und ja, ja. Aber das ist ein kleines Spaßprojekt nebenbei. Schön, Anna. Schön, dass du da bist. Ja, und wir dürfen euch, schenkt euch ruhig schon mal den Wein ein, den Chateau Gaillard. Wir haben den ja, dass der Abend nicht so trocken ist. Wir kommen auch später dann speziell auf den Wein und dann kommt auch Katharine dazu und stellt sich vor. Aber jetzt probiert erstmal in Ruhe für in Ruhe und wir führen euch praktisch per Wort und per Bild nach Bordeaux. Bordeaux, vielleicht frage ich erstmal, wer war denn überhaupt schon in Bordeaux? Da habe ich eine kleine Umfrage. Das würde uns jetzt schon interessieren hier. Tickt mal an, wie es bei euch aussieht. Wart ihr noch nicht in Bordeaux? Einmal, schon mehrmals? Habt ihr die Stadt besucht? Habt ihr Saint-Emilion besucht, das schöne Saint-Emilion? Habe ich auch noch ein paar Bilder mitgebracht. Weingüter und natürlich den Atlantischen Ozean darf man nicht vergessen. Bordeaux hat mit dieser Lage ganz nah am Meer auch nochmal ein Plus. Es ist eine sehr moderne Stadt mit reicher Tradition. Schauen wir mal. Ja, das sieht ja ganz gut aus hier. Ein paar konnten sich noch nicht entscheiden. Es riecht. Ich glaube, dass einige bei der Vinissima-Reise mit der Gerhild in Bordeaux waren. Ah ja, wann war das? Weißt du das zufällig? Ich glaube, das war 2019, aber da können wir später nochmal fragen. Oder 2018, jetzt weiß ich nicht mehr genau. Also ziemlich frisch, okay. Ja, ja, ist relativ frisch, genau. Mhm. Gut, dann lösen wir das Ganze mal auf, geben es frei. Knapp 30% waren noch nicht in Bordeaux, da wird es höchste Zeit, aber der Großteil war schon in Bordeaux. Schaut mal an. Und der Atlantische Ozean ist auch ganz mit vorne dabei. Die Stadt und der Atlantische Ozean. Dann das nächste Mal mehr Weingüter besuchen. Gut. Dankeschön. Ja, Bordeaux ist goes green. Das ist ja auch hier Natur und Terroir heute das Thema. Bordeaux ist eine sehr lebendige, junge Stadt. Viele Pariser ziehen nach Bordeaux. Bordeaux wächst, bekommt sehr schöne, muss ich sagen. Ich bin sehr begeistert von der Architektur. Neue Stadtteile. Wir haben hier im Bild die Straßenbahn, die hochmoderne ohne Oberleitung, die über die alte Steinbrücke fährt, die Pont de la Pierre. Das zeigt so die Kombination aus modern und alt. Bordeaux ist verkehrsberuhigt geworden, es ist zur Fahrradstadt geworden und eben hat auch einen grünen Bürgermeister. Insgesamt in der Stadt und auch im Umfeld wird es immer grüner und ist schon sehr grün. Gut, dann gehen wir mal gleich weiter zu den Zahlen. Bordeaux hat über 110.000 Hektar Rebfläche, das heißt, dort sind mehr Hektar unter Wein als in ganz Deutschland. Wir haben ja so um die 105.000 Hektar Rebfläche. Der Ertrag ist insgesamt wesentlich geringer. Wir sind hier bei 5 Millionen Hektoliter und das ist wahrscheinlich auch deswegen, weil hauptsächlich Rotwein erzeugt wird und da die Erträge niedriger sind.
Ja, wir haben 65 verschiedene Appellationen und gehen praktisch jetzt hier nach Saint-Emilion heute in diese Region, in diese kleine Region. Die verschiedenen Appellationen sind auf der Karte, die übrigens auch in der Broschüre, die ich euch per digital zugeschickt habe, auf der ersten Seite ist diese Karte. Falls ihr mal immer wieder nachschauen wollt, wo wir sind. Und auf die, von der Kommunikation her hat man diese 65 Appellationen in 8 Weinfamilien unterteilt. Bordeaux ist vielfältig. Bordeaux hat nicht nur Rot hier, sondern hat eben auch Trockenweiß, süße Weißweine, Rosé und Cremants. Wir sind heute hier in Saint-Emilion und Saint-Emilion gehört zum Libanais, Saint-Emilion-Pommerain-Fronsac. Und es ist also eine kleine Region, wenn man es hier sieht im Vergleich. Gut. Kommen wir, also vielleicht hier nochmal kurz Saint-Emilion. Und dann gibt es noch die Satellitenappellationen, die eben ihren Gemeindenamen Saint-Emilion anhängen dürfen. Und das Gleiche gibt es auch bei Pomerol und Lalande Pomerol und Fronsac und Canon Fronsac. Das ist dann immer ähnliches Terroir, aber nicht ganz so hochwertig. Und hier geht ja auch die Brabant durch, die das trennt. Weiter zum Terroir. Und jetzt kommt erstmal hier Boden und Klima. Die meisten von euch waren ja schon dort. Bordeaux an der Atlantikküste, vom Wasser geprägt. Die Region hieß ja früher Aquitanien und wird auch heute noch teilweise so genannt. Die große Wasserfläche des Atlantischen Ozeans macht ein ozeanisches Klima. Dann haben wir noch die Flüsse Dordogne und Garonne. Die Dordogne, die aus dem Massif Central, also im Zentrum Frankreichs kommt, und die Garonne, die im Süden in den Pyrenäen entspricht, springt. Die beiden Flüsse fließen kurz hinter der Stadt Bordeaux zur Trichtermündung Gironde zusammen. Und diese breite Gironde ergießt sich dann an der Spitze des Medocs in den Atlantischen Ozean. Und die Flüsse sind hier ganz nah am Meer schon sehr groß und prägen natürlich auch das Kleinklima in Lagen, die nahe an den Flüssen sind. Die Flüsse haben während Jahrhunderten, Jahrtausenden, Millionen von Jahren eben die Landschaft geformt. Die haben Geröll und Kies angebracht und hauptsächlich hier auf der linken Seite dieser Flussachse Garonne-Gironde abgelagen und auf der rechten Seite haben sie Hanglagen ausgegraben. Und hier finden wir eben wesentlich mehr Hänge und so auch in Saint-Emilion. Und wir haben ja auch in Saint-Emilion das kleine Flüsschen Brabant. Das hat natürlich auch Ablagerungen hinterlassen. Da kommen wir dann später noch genauer drauf. Vielleicht ja noch zum Boden. Also die Flüsse haben Kies angebracht und das Ganze hier auf der linken Seite abgelagen, relativ flaches Terrain, und auf der rechten Seite gibt es eben mehr Kalk und auch Tonböden. Und das ist natürlich für die Rebsorten auch wichtig, ob die Böden wärmer oder kühler sind. Und der Kiesboden, kann man sich gut vorstellen, wisst ihr ja auch, heizt sich auf und ist ideal für den langsam reifenden Cabernet Sauvignon. Der Kalkboden ist etwas kühler, ideal für Merlot aber schon und auch den Cabernet Franc und die Tonböden. Eben, da wird es manchmal dem Cabernet Franc auch schon zu kalt und da ist es Merlot. Aber das ist eben die traditionelle Aufteilung. Wir wissen ja alle vom Klimawandel und da gibt es eben dann auch Wandel bei der Wahl der Rebsorte. Da gehen wir gleich mal weiter. Wir haben nämlich auch noch ein paar ergänzende Sorten. Und das heißt, der frühreifende Merlot, der relativ viel Zucker anhäuft, der wird immer weniger gepflanzt. Dafür mehr langsam reifender Cabernet Sauvignon. Und vor allem in Saint-Emilion spielt eben der Cabernet Franc die wichtige Rolle. Cabernet Sauvignon ist dort nicht so wichtig. Und als Ergänzung gibt es noch eben die Rebsorten Malbec und Petit Verdot, wobei in Saint-Emilion hauptsächlich eben Merlot und Cabernet Franc zu finden sind. Hier mal ein paar Eindrücke, Hanna. Das Foto hast auch du gemacht. Ja, genau. Da sind wir auf dem Plateau von Pavie-Macaire mit Ausblick auf den Ort, der sich da ja schön, wie man sieht, einfach wie Sabine ja vorhin schon mal sagte, wir sind ja auf dem rechten Ufer, wo es einfach auch ein bisschen hügeliger ist. Also wir haben auch ein paar Hanglagen, die sind natürlich nicht zu vergleichen mit deutschen Steillagen. Aber man sieht auf jeden Fall, dass es ein bisschen Relief gibt. Und der Ort liegt eigentlich ganz schön so eingenietet
bei Hanglang und hat dann auch noch man sieht oben rechts auch den Kirchturm, der quasi dann oben auf dem Plateau ist. Und wir gucken uns nachher auch noch die Karte von Saint-Emilion an, wo dann auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie eben diese Bodengegebenheiten dann halt auch Einfluss auf die unterschiedlichen Terroirs haben. Genau, und diese Terroirkarte habe ich euch ja auch zugeschickt. Da gehen wir gleich nochmal aus. Wir machen aber jetzt erst einen kleinen Spaziergang in diese malerische Stadt rein, fangen unten hier an. Und also das liegt praktisch hier hinterm Hügel, geht's rein. Die liegt hier in der Senke. Wir sehen nur ein Stück von der Stadt jetzt hier. Und sind jetzt erstmal schauen praktisch runter auf den unteren Marktplatz und schauen praktisch in die Richtung. Vorhin waren wir hier hinten gestanden, gell? Genau. Und dann rüber. Und da ist eben noch so eine Hügel runter, dass man diesen Teil der Stadt nicht so gesehen hat auf dem Foto. Und wir stehen jetzt praktisch neben dem Kirchturm, den wir gerade gesehen haben, auf der Monolithenkirche. Diese Monolithenkirche ist eben in den Stein gehauen. Das ist ein weicher Kalksandstein, der auch als Baustein abgebaut wurde. Diese Häuser hier sind mit dem Kalksandstein gebaut und ein weicher Stein, dass man den unterirdisch rausgekratzt hat. Und ganz Saint-Emilion ist untertunnelt von diesen alten Stollen. Nochmal einen Blick auf diesen Marktplatz. Da sitzt man sehr geschützt und auch im Januar schön in der Sonne. Da konnte man noch draußen im Café sitzen. Ja, jetzt hat auch bei euch die Gastronomie leider zu. Ja. Aber es wird irgendwann wieder besser. Unter- und Oberstadt sind doch enge Gassen miteinander verbunden. Jetzt sind wir praktisch im Oberen und hier die Weine wachsen praktisch auf dem Plateau. Wir schauen noch mal kurz in die Kirche rein, in die L'Église Collégiale beziehungsweise in den Kreuzgang, gehen wieder raus und wenn wir jetzt in die andere Richtung gucken, dann sehen wir hier in den Keller von Château Clos-Fourté, ein Premier Grand Cru Classé, auch ein Kunde von euch, glaube ich, Hanna. Ja, genau. Und gehen jetzt in den Keller rein und das ist mein Lieblingsbild hier. Das habe ich mir auch ganz groß als Poster hier zu Hause aufgehängt, als Leinwand, weil es eben so schön diesen alten Stollen zeigt, der jetzt für die Weinlagerung benutzt wird. Einmal da hinten in Flaschen und eben auch hier für die Barriques. Manchmal sind sie zu feucht, diese Keller, dann kann man sie nicht für die Barriques verwenden, aber wenn sie nicht zu feucht sind, dann ist das eine gute Sache. Diese Ruine einer alten Kathedrale, die habe ich auch das Bild drin gehabt, das ist gleich am Eingang, wenn man von der anderen Seite von Saint-Emilion, von der oberen Seite praktisch aus Le Bourg kommt und ich hier hinten, Katharine wird ja später zu uns kommen, hier hinten sitzt Katharine in ihrem Büro jetzt gerade. Und du sitzt in Bordeaux, Hanna, gell, in deinem Büro. Genau, ja, ich bin in Bordeaux, ja. Ja, Hanna, du wolltest ein bisschen was zu dieser Terroirkarte. Die Terroirkarte und auch dieses Schema haben wir euch ja zugeschickt, weil die Zeit reicht nicht, um diese ganzen Einzelheiten durchzugehen. Deswegen werden wir da nicht Schritt für Schritt durchgehen, sondern Hanna wird einfach von den Chateaus erzählen, die sie im Sortiment hat praktisch. Und genau. Ich gehe jetzt mal weiter gleich. Da haben wir sie nämlich auch eingezeichnet. Ah ja, super. Genau, also ich wollte einfach nur kurz einfach mal auf die Bodenkarte eben eingehen, die jetzt etwas simplifiziert ist. Also es gibt auch noch eine sehr, sehr detaillierte Karte, die von der Appellation quasi finanziert wurde mit ganz vielen Analysen, die gemacht wurden und ganz vielen Bodenprofilen. Aber das ist auf jeden Fall mal so ein bisschen die grobe Karte, wo man eben einen ganz schönen Einblick drauf hat. Also alles, was in der Mitte eben quasi gelb ist, wo eben Saint-Emilion ist, das ist ja auch der Punkt, wo quasi der Ort ist. Also Sabine hat ja vorhin schon gesagt, sie hat eigentlich zu den relativ kleinen Appellationen in Bordeaux, aber ich fand es eigentlich ganz toll, dass das als Thema für heute Abend ausgewählt wurde, weil es halt eigentlich das Anbaugebiet in Bordeaux ist, das am komplexesten ist, was die Bodenvielfalt angeht. Also man kann da wirklich einfach alle möglichen Weinstile haben, was ihr auch in der Tabelle seht, die ihr bekommen habt. Also man kann da wirklich, je nachdem, wo eben das Weingut gelegen ist, einen ganz, ganz anderen Ausdruck von dem Wein eben haben. Und deswegen ist Saint-Emilion eigentlich so spannend. Also jetzt oben in dieser ganzen, wenn wir auf die Karte nochmal zurückgehen. Genau, oben auf der Karte sieht man, der ganze gelbe Bereich ist tatsächlich dann dieses Kalkplateau. Das heißt, das ist der Teil, der am höchsten ist. Und dann geht es natürlich auf beiden Seiten in die Hanglagen dann runter. Das heißt eben, die ganze nördliche Seite, die geht in die Richtung ab Appellation Pomerol, wo dann und eben Saint-Georges. Genau, und Saint-Georges, das ist die La Côte Nord, also die Nordseite, die
eben zum Teil, wie Sabine schon sagte, auch noch Kies- und Sandablagerungen auch hat. Und dann gibt es vorne die ganze grünliche Bereich. Das ist das ganze der Südhang, der dann auch je nachdem manchmal noch mal so ein bisschen Einbuchtungen hat und dann dementsprechend. Hanna, die Hänge sind hier das Lilane. Genau, das Lilane. Und das genau. Grüne ist dann das Tal. Das Grüne ist das Tal und das geht aber auch noch mal so ein bisschen rein. Wenn du, da siehst du hier rein, ja, genau. Genau, da, ist man dann schon auch noch an so Hanglagen ein bisschen dran. Da gibt es dann alle möglichen Ausrichtungen auch. Ne? Also ist dann halt weil das so geschwungen ist, ja, von also weil ganz. Weil eben das Kalkplateau, also das, was wo tatsächlich früher der Kalkstein war, der ja zum Teil dann eben auch abgearbeitet wurde, halt einfach ja nicht eine tatsächlich rechteckige Form hat, sondern eben so ein bisschen lebend ist. Und dementsprechend gibt es da wirklich die Hanglagen, die tatsächlich allen möglichen Ausrichtungen sind, auch wenn es grob als der Südhang oder wir sagen dazu La Côte Pavie, weil da am Eingang von Saint-Simeon im Château Pavie ist, das ist so eines der tatsächlich bekanntesten Weingüter, das vorne an dem Südhang liegt. Das ist so tatsächlich dieser ganze Südhang und dann, wenn wir dann tatsächlich in den Osten gehen, kommen wir eben zu, sind wir oben auf dem Plateau, kommen wir in den Bereich, in dem auch der Tonboden, die Tonauflage noch mal ein bisschen tiefer wird. Das heißt, der Kalkstein ist ein bisschen weiter weg. Und da gibt es dann auch noch mal eine ganz andere Form von Wein, weil es halt natürlich eine ganz andere Wasserverfügbarkeit gibt für aber Pavie-Marquin ist doch auch auf dem Roten, oder? Hat auch eine dickere Tonschicht drüber, nicht wahr? Pavie-Marquin, wo wir vorhin dann quasi das auf dem Bild da quasi waren, da ist man so tatsächlich oben auf dem Plateau, aber da ist man an einer kleinen Stelle, es ist Pavie-Marquin und das Nachbarweingut Trolomondo, das sind die beiden Weingüter, die sind tatsächlich auf der Stelle, an der es nochmal eine ziemlich große Tonschicht gibt, also eine etwas rötlichere Tonschicht, die auf dem Plateau liegt und dementsprechend auch tatsächlich nochmal so einen ganz bestimmten Stil an Wein macht. Vielleicht haben ja manche schon mal Pavie-Marquin probiert. Das ist schon ein sehr kräftiger Wein. Also der hat schon sehr viel Spannung. Der hat auch immer eine sehr starke Säure. Hat der auch mehr Merlot dann drin? Oder? Ja, der hat ziemlich viel Merlot. Das ist nämlich von den Rebsorten ist hier dann ein bisschen mehr Merlot. Und da haben wir das genau das Gegenteil hier. Das Flüsschen Brabant hat ja hier Kiesablagerungen hinterlassen auf der Seite von Saint-Emilion. Da liegt eben La Tour Figeac, nicht wahr? Genau. Und da, ich habe jetzt die Assemblage nicht im Kopf, aber die haben relativ viel Cabernet Sauvignon, oder? Die haben ein ganz kleines bisschen Cabernet Sauvignon, aber ich glaube nur so 5% ungefähr. So, und da haben die aber schon fast 30% Cabernet Franc. Wir finden jetzt schon auch, also was du vorhin sagtest, ja auch die globale Wärmung führt dazu, dass es schon immer mehr Cabernet Franc gibt, aber normalerweise in den klassischen Sauvignon war es eher so zwischen 10 bis maximal 20% Cabernet Franc. Und solche Weingüter wie La Tour Figeac, das direkt eigentlich zwischen Figeac und Cheval Blanc liegt, da sind wir schon eher so in dem 30, 35, manchmal sogar 40% oder eben wie ja auch Figeac. Also Figeac ist ja meistens, liegt ja eher bei 5% dann zwischen Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon. Ja. Aber das ist dann schon wirklich der Sektor, der sehr gut für Cabernet sich eignet. Figeac und Cheval Blanc sind die bekannteren, genau, die auch da in der Ecke liegen. Und dann ist ja natürlich auch, also Clos Fourté, das haben wir ja gerade gesehen, die Bilder davon, die sind direkt oben auf dem Kalkplateau, das kommt man ganz gut sehen und der Kalkkeller direkt darunter. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine gewisse Eleganz, die da entsteht, oder? Eine Finesse auch. Genau, weil da sind wir nämlich dann tatsächlich wirklich ganz nah an dem Kalkplateau und an dem Kalk, der sehr krümelig ist, also der leicht auseinanderbricht. Das heißt, die Rebe hat da einfach auch eine Leichtigkeit, mit dem Wurzelsystem in diesen Kalkstein reinzukommen. Und die Tonauflage ist relativ gering. Das heißt, wir haben ja zwischen 20 bis 30 Zentimeter manchmal nur an Tonboden eben auf dem Kalkplateau liegen. Und das gibt schon sehr viel filigranere Weine. Es ist nie muskulös, ein Pavie-Marquin. Es ist eher in der Finesse, aber so wie wir sagen, La Force Tranquille, das ist fein, aber doch sehr lang und eben sehr, sehr, sehr. Also die Vielfalt der Weinstile in Saint-Emilion ist enorm, weil es ist ja auch so, dass die Weingüter klein sind, im Durchschnitt nur 8 Hektar Rebfläche, was für Bordeaux sehr klein ist und dementsprechend die Weingüter auf ganz unterschiedlichen Terroirs sind und damit auch sehr unterschiedlich schmecken. Aber manche haben eben auch zum Beispiel Plateau und Côte und da bringt auch wieder jedes Terroir nochmal einen Aspekt mit rein, was dann auch Komplexität erzeugen kann. Hier
soweit zu dem. Wenn ihr euch weiter reinfuchsen wollt, meldet euch gerne zu diesem Material, was wir euch geschickt haben. Können wir dann später bei der Diskussion dann auch noch ein bisschen sprechen. Und hier nochmal eine Ansicht auf dieses Kalkplateau und die Stollen. Hier geht es überall in die Stollen rein. Die Weinberge sind auf den Stollen. Es bricht auch immer mal wieder so ein Weinberg ein. Das ist immer mal wieder vorgekommen. Und wir sehen auch, dass die Wurzeln da oben nur ganz gering tief wachsen und so gut wie keine Bodenschicht ist. Also dieser Kalkunterstein wirkt wie ein Schwamm. Bei starken Regenfällen saugt er das Wasser auf und bei Trockenperioden gibt es wieder ab. Das ist also ideal. Weltweit sind es die besten Böden, ob in trockenen Coonawarra Valley oder auch ja, in Deutschland gibt es ja auch teilweise diese Kalkböden und arme Böden und deswegen die Erträge niedrig. Top Terroir hier. Sieht man auch nochmal oben die Lehmschicht. Das ist Château de Pressac. Das ist, glaube ich, da auch ganz in der Nähe. Mhm. Oben, wir haben diese Lehmschicht und die Versteinerungen, die wir hier sehen. Dann wolltest du uns noch mal kurz was über dieses Weingut, das du berätst, sagen. Genau, Clos 1873, also Clos 1873. Das ist ein einzelner Weinberg, nur der ja da schon auf dem Bild quasi eingezeichnet ist. Das ist der, gell? Mhm. Genau, es ist ein halber Hektar. Links daneben, was man oben drüber, Gebäude, die man oben drüber links sieht, das ist im Château Ozon. Und dann auch die eins der besten, bekanntesten, genau. Genau, nebendran weitergehen. Und der Weinberg gehört einer Familie, die in fünfter Generation Weinbauer in Saint-Emilion betreibt. Die haben noch ein anderes Weingut, das heißt Saint-Georges-Côte-Pavie. Das ist am Eingang von Saint-Emilion, also gerade daneben zwischen Pavie und Château La Gaffelière. Und das ist ganz interessant, weil wir gehen nachher nochmal kurz auf das Classement von, die Klassifizierung von Saint-Emilion ein. Mhm. Und das Projekt, diesen Weinberg extra alleine auszubauen in dem Gebäude, der genau davor ist, ist tatsächlich aus dem Classement raus entstanden, weil der Weinberg, für die Classement-Regelung weit von Saint-Georges-Côte-Pavie entfernt ist, nämlich weiter als 400 Meter und deswegen nicht auf dem Weingut ausgebaut werden darf. Und dann wurde da in 2016 der erste Jahrgang, der dann tatsächlich dort in der Garage dann wirklich auch, gibt ja schon viele Garagen. Ja, es gibt schon ein paar. Genau, also da tatsächlich auch dann eben einfach vor Ort richtig ausgebaut wird. Und es ist ein ganz spannender Weinberg auch, weil es halt eben einfach, es ist die Nachbarterrasse von Ozon. Ja, schon und sehr beeindruckend. Wir hatten wieder einen schönen Blick auf Saint-Emilion hier und da kam jetzt nochmal die Frage, jetzt gehe ich nochmal ganz schnell zurück zur Karte und das hätten wir selber drauf können, wo ist denn Château Gaillard, weil die Damen verkosten den ja und Château Gaillard liegt ungefähr hier, wenn ich das richtig habe. Es liegt also genau im Tal hier. Genau, da erzählen wir nachher, da geht die Katharina da ja auch nochmal ein bisschen drauf ein, genau. Aber es liegt unten in dem eher Tonsandboden. Ja. Ja, und du hast gerade die Klassifizierung angesprochen. Das Château oder beziehungsweise Clos 1873 ist über 400 Meter vom Château weg, deswegen darf es nicht klassifiziert sein und nicht zu dem Château dazu. Die Klassifizierung von Saint-Emilion wurde 100 Jahre nach dem Médoc gemacht. Das ist praktisch 1955 erst, die war 1855 im Médoc. Und das, die wird auch im Gegensatz zu der des Médocs, die bekannter eigentlich fast ist, regelmäßig überarbeitet. Und das letzte Mal wurde sie eben 2012 überarbeitet und da gibt es eben Grand Cru Classés, Premier Grand Cru Classés und da sind nochmal 4 Weingüter Kategorie A über die anderen Premier Grand Crus Classés gesetzt. Jetzt ist es ein bisschen tricky. Es gibt ja eben Appellationen, das Appellationssystem, Herkunftsbezeichnungen und zusätzlich obendrauf noch die Klassifizierungen. Es gibt eben die Appellation, die Herkunftsbezeichnung Saint-Emilion Grand Cru. Und wenn ihr hier auf den Château Gaillard guckt, das ist nicht ein Grand Cru Classé, sondern wir haben euch hier einen sehr feinen Saint-Emilion Grand Cru als Appellation geschickt. Und die Besonderheit dieses Saint-Emilion Grand Cru ist eine zweimalige Verkostung vor der Zulassung und natürlich strengere Vorschriften. Hier ist die Klassifizierung von 2012 und überall, wo ich den Pfeil hingemacht habe, diese Weingüter und noch viel mehr, die nicht klassifiziert sind, berät Dürren und Kur Consultants. Welche berätst du jetzt hier speziell? Clos Forté, glaube ich?
Genau, ja. Und ansonsten, das ist alles in der Liste von den Cruz-Percés. La Tour Figeac war auch. Ah, und Saint-Georges-Cote-Pavie, was ich eben Ja, genannt genau, hatte. und Genau, Saint-Georges-Compagnie. Saint-Georges-Cote-Pavie. Genau. Die Klassifizierung wird alle 10 Jahre überarbeitet. Genau, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber Manchmal wird sie dann auch nochmal angefochten. genau. Es geht dabei natürlich schon immer um sehr viel Geld. Also ein Weinberg, der Premier Cru Classé ist oder ein Weinberg, der Grand Cru Classé ist, hat halt nicht mehr den gleichen Wert. Ja, ganz klar. Gut, dann holen wir mal Katharin dazu. Und da haben wir das nämlich auch eingezeichnet, wo dieses ist. Ihr Wein jetzt, die ist nämlich unter euch Zuschauern und die promote ich jetzt, wie ich euch später auch reinhole. Gerne. Ich hoffe, dass ihr alle bereit seid und alle dann noch bei der Diskussion teilnimmt. Da kann ich euch alle reinholen, wie ich jetzt auch Katharin reinhole. Bonsoir, Katharin. Ah, il faut allumer le son. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, très Ah, bien. très bien. Katharine spricht kein Deutsch und wir haben uns gedacht, bevor sie Englisch spricht, das ist manchmal schwierig zu verstehen, finde ich persönlich, wenn Franzosen Englisch sprechen, ist es authentischer, wenn sie Französisch spricht und wir übersetzen. Katharine ist seit 1998, hat sie praktisch von ihrem Vater das Château übernommen. Ich gehe jetzt auch mal gleich mal so ein bisschen in die, das ist praktisch in der Ebene. Und da ist das Foto von dem Vater nicht drin, genau. Und das Weingut ist schon seit 1792 in der Familie und damals war es eben ein gemischte Landwirtschaft. Und erst heute haben sie sich auf Wein spezialisiert. 1998 waren in Bordeaux noch nicht so viele Frauen am Ruder. Katharine war eine der ersten. Und Katharine war auch 2008 eine der ersten, die auf Bio, nicht eine der ersten, aber da waren es noch nicht so viel wie heute, kann man sagen, die auf Bio umgestellt hat. Und seit 2011 ist ihr Wein biozertifiziert. Katrin, quelles sont les obligations pour un Saint-Emilion Grand Cru? Ich habe sie gefragt, welches sind die Vorschriften für ein Saint-Emilion Grand Cru, weil wir gerade bei dem Thema waren. Alors, pour être grand cru, il faut d'abord respecter un certain nombre, un rendement à l'hectare. Il y a une Also, limitation. ja, einen gewissen Hektartrag, c'est combien? Autour de 50 hectolitres par hectare, Ungefähr sachant que les 50 zones. Hektoliter pro Hektar für Saint-Emilion Grand Cru. Il faut également respecter des cépages bien définis. Donc ici, Ganz nous bestimmte utilisons. Rebsorten sind nur zugelassen. Donc ici, pour Gaillard, nous avons à peu près 70% de Merlot et 30% de Cabernet Franc. Und bei dem in dem Wein, den ihr habt, sind es 70% Merlot und 30% Cabernet Franc. Et puis maintenant, ce qui est nouveau, c'est que nous devons avoir une certification environnementale sur Saint-Émilion pour l'ensemble de tous les viticulteurs. Et nous sommes bio depuis 13 ans. Ja, seit 13 Jahren sind sie Bio und das ist jetzt ganz neu. Saint-Emilion müssen alle eine Zertifizierung, also nicht unbedingt Bio, aber eine nachhaltige Zertifizierung, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, haben bis zu 1. Januar 2023 muss jedes Weingut eine Zertifizierung haben. Bio, biodynamisch oder nachhaltig. Après, il y a d'autres également d'autres règles, mais après, c'est un peu trop technique, donc on va pas. Okay. On peut discuter ça tout à l'heure si, Oui, bien il y a sûr. des questions. Können wir später noch weiter, wenn ihr Fragen habt. Gut, dann gehen wir mal weiter in den Bildern. Das ist bei der Ernte. Und Katrin hat seit 2015 eine ganz besondere Maschine zur Selektion. Das ist Flutter-Tri. Und die Frage kam eben schon ganz am Anfang von der Caroline. Sie stellt die Frage, auf der Expertise steht, dass die Trauben werden im Most gewaschen. Wie ist denn das gemeint? Il y avait déjà la question dans le public, parce qu'ils ont lu ça sur l'expertise de Riegelweine, que les raisins sont lavés
dans le mot. Vous Oui. nous expliquez un peu comment ça se fait Alors, et pourquoi? quand les grappes de raisin arrivent au chai, d'abord, on sépare la rafle de la baie de raisin. Et ensuite, Et vous récoltez pas à la main, n'est-ce pas? nous, on récolte à la main, oui. Sie werden also per Handlese und dann wird eben entrappt. Et ensuite, on va essayer de trier toutes ces baies de raisin qui n'ont pas forcément la même maturité, Dann geht la es même darum, beauté. eben die Trauben zu sortieren, die eben nicht die gleiche Reife haben, was man nicht unbedingt von außen sieht. Alors, il y a différentes méthodes, mais nous, depuis 2015, on utilise un flottatri. Seit 2015 benutzen Sie eben diese Maschine Flottatri. Alors, les grains de raisin tombent dans un milieu, dans un jus de raisin, en fait. Und das heißt, dass die Trauben eben in Traubensaft baden. Et ce jus de raisin, en fait, on dose en fait la quantité de sucre dans l'eau de manière à ce que les baies très mûres tombent au fond du flottatri et les baies moins mûres ou plus abîmées flottent. Ja, und das ist, sie arbeiten praktisch mit der Dichte des Mostes. Und die Trauben, die gut reif sind, sind schwerer und fallen nach unten. Und die, die nicht so reif sind, sind leichter. Und auch die, die eben verletzt sind oder sonst ein Problem haben und auch was sonst noch dabei ist, schwimmt oben und kann dann abgeschöpft werden. Und damit bekommt man nur die reifen Trauben. Alors l'intérêt pour ce système-là, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect tri du raisin, puisque les baies qui flottent sont ramassées et sont écartées. On ne les incorpore pas dans nos cuves. Die sind dann rausgeschöpft, genau. Et le deuxième intérêt pour moi qui est important, c'est de laver les raisins, tout simplement parce qu'après une année, les grappes de raisin à l'extérieur, eh bien, il y a de la poussière, il y a des débris et il y a également nos produits qu'on utilise pour protéger les grappes et la vigne contre le mildiou. Und es gibt eben den guten Nebeneffekt, dass das Ganze gewaschen wird und das ist eben Staub und auch die Produkte, die im Bio gespritzt werden. Und da war noch was in der Mitte, Hanna, das habe ich jetzt vergessen, was sie gemeint hat, was noch weggewaschen wird. Ja, doch, also sie sagt halt eben einfach, der Staub, alles, was sich das Jahr über quasi in Malmberg angesammelt hat und vor allen Dingen halt auch eben was halt das Kupfer, Le Cuivre, Ja, genau. der Kupfer, der halt eben hier gegen Metall verwendet wird. Genau, ja. Tut das. Und das ist eben, also es gibt ja andere Möglichkeiten auch. Die Trioptik ist jetzt auch relativ verbreitet, eine sehr teure Maschine im Gegensatz zu hier. Und die hat eben diesen Vorteil nicht unbedingt. So viel zum Technischen. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Da ist noch die Frage, was macht der Cabernet Franc in heißen Jahrgängen in der Cuvée? Une autre question du public. Qu'est-ce que fait le Cabernet Franc dans la cuvée, dans les millésimes chauds? Alors d'abord, à Saint-Émilion, on a toujours utilisé ou souvent du Cabernet Franc. Alors pour nous, le Cabernet Franc, c'est très important. D'abord en assemblage, toujours, en général, avec le Merlot. Et ensuite, le Cabernet Franc est un cépage tardif par rapport au Merlot. Donc le Cabernet Franc mûrit beaucoup plus tard que le Merlot. Et avec le réchauffement climatique, où nous avons quand même des étés très chauds et des arrière-saisons très belles, le Merlot mûrit très vite et le Cabernet Franc mûrit également très bien. Ah, Alors, Hanna, kannst du das vielleicht übersetzen? Das war ja. jetzt viel. T'as parlé beaucoup là, Catherine. Pardon, pardon, pardon. Non, mais alors, sie sagte gerade, dass er eben, also der Cabernet, es gab schon immer sehr viel, also Cabernet Franc auf Château Gaillard und es war auch schon immer sehr wichtig für Château Gaillard.
weil er eben in, er hat halt einen späteren Reifezyklus als der Merlot. Und der Merlot, der halt mittlerweile in den heißen Jahrgängen sehr schnell reif wird und dann natürlich auch sehr viel Zucker einlagert und sehr viel Alkohol bringt. Der Cabernet Franc hat dann eben durch seinen Vorteil, dass er ein bisschen spätere Reife hat, ist er dann eben zum richtigen Zeitpunkt reif. Also heute kommen wir einfach in Saint-Emilion Cabernet Franc, die eine gute Reife haben, was nicht unbedingt der Fall in den 80ern und 90ern Jahren immer war. Und heute ist er einfach dazu da, auch so ein bisschen den sehr reifen Merlot ein bisschen auszubalancieren und dann nochmal ein bisschen mehr Spannung auch reinzubringen, weil es natürlich ein bisschen lebhafter ist als ein sehr reifer Merlot. Ja, und dann sind wir da, danke, gleich bei dem Thema Assemblage. Und vielleicht können wir da auch noch mal nachfragen. Das ist ja ganz wichtig. Der Bordeaux-Wein ist normalerweise ein Wein der Assemblage. Und die verschiedenen Rebsorten habe ich ja euch ja vorgestellt schon. Und hier sind eben 70% Merlot und 30% Cabernet Franc in der Cuvée. Catherine, comment vous procédez lors l'assemblage? Alors, l'assemblage, on le fait à plusieurs moments, après la vinification et ensuite avant la mise en bouteille. Ich habe gefragt, wie sie vorgeht mit der Assemblage oder wann sie es macht. Sie macht avant l'élevage, vous avez dit? Oui, nous, on fait un premier assemblage avant l'élevage, oui. Okay, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten. Hier sind es nur drei Bottiche, aber häufig sind es wesentlich mehr, weil ja unterschiedliche Lagen auch sind. Combien de cuves vous avez pour l'assemblage? De cuves Oh. différentes? Après, on peut avoir, premier assemblage, on Au pourrait début. avoir une vingtaine, 20, 20, 20, 25 cuves 20 différents. bis 25 Bottiche hat sie mit Merlot und Cabernet Franc aus den verschiedenen Lagen und die werden dann alle einzeln probiert und dann eben entschlossen, welche Weine dann in den Grand Vin reinkommen. Vous avez un deuxième vin aussi, Catherine? On fait un deuxième vin également, tout à fait. Donc, on définit Und l'assemblage, un premier vin, un deuxième vin. genau, und welche den zweiten Wein ausmachen. Und dann wird der Wein ausgebaut bei Katharin im Barrique alles. Und manchmal kann es aber auch gemischt sein. Und dann vor der Flaschenabfüllung wird es natürlich auch nochmal homogenisiert. Es gibt aber in Bordeaux auch Leute, die eben den Wein noch getrennt, die verschiedenen Bottiche praktisch, die verschiedenen Rebsorten und Terroir ausbauen und erst später dann assemblieren. Da sieht man das noch mal ganz gut. Donc, on travaille. Ja, Anna peut parler aussi beaucoup des assemblages parce que je pense que ça, elle travaille beaucoup sur les assemblages, à mon avis. oui, on fait pas mal sur les assemblages. Ja, wir arbeiten natürlich auch viel mit den Assemblages. Aber man kann sich das, wenn man es ein bisschen gleich mit dem deutschen Weingut vergleicht, kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass dann in Deutschland haben wir ja die verschiedenen Lagen und dann eben einfach behalten wir unsere Rieslinge jeweils nach unserer Lage eben getrennt. Und wir machen das in Bordeaux eigentlich auch so. Das heißt, wir haben zwar dann vielleicht fast nur Merlot, aber wir behalten den auch irgendwie getrennt, weil ein Merlot, der vielleicht von einem eher warmen Boden kommt und der in diesem Jahr etwas reifer war, vielleicht weil es auch eine Junganlage ist, und ein Merlot eher ein älterer Weinberg, der auf einer kühleren Lage steht, der hat vielleicht nicht unbedingt das gleiche Bedürfnis während der Reifephase. Und wenn wir die eben getrennt lassen, dann können wir ein bisschen besser darauf eingehen. Das heißt, irgendwie, wenn er zum Beispiel nochmal Sauerstoff braucht, vielleicht mal abgestochen werden muss oder so, dann ist es ein bisschen individueller. Und wir arbeiten eigentlich relativ viel wie Katrin eigentlich auch, mit einem Vorblending, aber das ist noch relativ schüchtern. Und dann mit einem Endblending, was dann erst vor der Abfüllung quasi stattfindet. Aber da gibt es einfach Da auch kommen ganz die verschiedenen verschiedene Philosophien. Terroirs dann auch zusammen. Ja. Philosophie, ja. L'assemblage, c'est assez Und magique der Wein wird dann, c'est magique, oui, c'est Ouais, c'est un là moment dans assez magique. l'assemblage. Assemblage, das ist ein magischer Moment, wenn diese Assemblage gemacht wird. Und man spricht ja auch von der hohen Kunst der Assemblage. Und der Wein wird dann 12 Monate im Barrique ausgebaut. Ihr habt den ja alle schon verkostet. Die Frage, j'ai encore, j'ai une autre question. Le flottatri, c'est typique pour Bordeaux? C'est assez nouveau, n'est-ce pas? C'est nouveau, oui, c'est nouveau. Il y a quelques propriétés qui travaillent avec, mais il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y a pas beaucoup. Mais on est toujours à la recherche de trier le raisin
Il y a différentes méthodes. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten und diese Auslese, da, das kann, glaube ich, die Hanna am besten auch beantworten. Die kommt ja viel rum. Also, ich würde sagen, ja, also es gibt immer mehr und vor allen Dingen eigentlich auch wegen dem Aspekt, den Katrin vorhin auch schon mal gesagt hat, dass eben einfach, dass, hier wird momentan derzeit sehr viel diskutiert über das Waschen von Trauben, eben also über diesen der positiven Effekt, dass man halt einfach doch nochmal Spritzmittelreste und alle möglichen Sachen, die man einfach nicht in seinem Tank haben will, dadurch sehr einfach rausbekommen. Das heißt, die wird mittlerweile eigentlich, ich würde mal sagen, seit 3 Jahren wird es wirklich tatsächlich verstärkt eingesetzt und eigentlich auch fast beliebter geworden als der Trioptik, den Sabine vorhin kurz mal angesprochen hatte, also die optische Traubensortierung, die über Laser funktioniert, die tatsächlich manchmal schon an ihre Limitzeit kommt, weil es halt sehr viel Technologie ist. Und da braucht man dann schon fast einen Informatiker, der irgendwie dabei ist. Und die Flottatrie halt eine sehr einfache mechanische Traubensortierung ist, die man auch sehr einfach beeinflussen kann. Das heißt, man kann auch einfach relativ wenig, nur das geht ja über Dichte, dann heißt, man kann auch relativ wenig Most nur reingeben und viel Wasser und dadurch eben einfach nochmal einen hauptsächlichen Wascheffekt haben, vielleicht zu einem tatsächlichen Aussortiereffekt. Also weil es gibt, also wir haben natürlich auch Jahrgänge, in denen es einfach wenig zu sortieren gibt, was die Traubenqualität angeht. Ja. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Also dieser Wascheffekt eben natürlich einfach nochmal super. Und ja, also es, man sieht es schon häufiger. Aber es ist schon ein bisschen Logistik und man muss sich schon, muss schon auch ein bisschen das halt eben managen. Also man muss dann regelmäßig die Dichte quasi kontrollieren, weil natürlich auch, wenn man zum Beispiel ein sehr reifer Jahrgang ist, dann ist es, je mehr Traubenmaterial man dann halt schon mal verarbeitet hat, umso höher geht die Dichte natürlich dann natürlich auch, weil man ja ein paar aufgeplatzte Beeren hat, die selber auch nochmal Zucker bringen. Das heißt, man muss dann mittags mal gucken, wie viel dicht man ist und dann nochmal Wasser reingeben oder vielleicht nochmal, vielleicht hat es geregnet und es war viel Wasser auf den Trauben, dann muss man wieder Zucker reingeben. Also man muss dann schon auch ein bisschen das überwachen. Aber ich will jetzt auch nicht zu technisch werden, das könnte sehr lang werden. Ins Technische. Wir kommen dann zum Stage zu dir. Also wir lassen uns das dann vor Ort zeigen, hoffentlich bald. Ja. Ja, ihr habt den Wein probiert er schon länger und ich hoffe, schmeckt er vielleicht mal die Hand hoch. Wem schmeckt er? Dass wir mal wieder eine Action von euch sehen. Ich freue mich ja schon sehr, euch alle zu sehen. Schauen wir mal. Jo, wunderbar. Also ich habe bis jetzt noch... ja. Okay. Ja, gut, da kriegen wir das Feedback dann hoffentlich auch noch nachher. Genau, wunderbar. Ganz viele sind begeistert von deinem Wein. Les gens, ils aiment beaucoup ton vin. Es ist natürlich so, dass das ein Speisenbegleiterwein ist und man braucht schon besser was zu essen dazu. Die Empfehlung habe ich ja auch reingeschrieben in meine intensive Eichenholz, es ist noch jung, 2016 natürlich. 2016 ist auch ein Spitzenjahrgang, aber ich denke trotzdem, dass er schon viel Spaß macht mit dieser ersten Nase, Vanille, Kaffee, Eichenholzwürze. Und wenn wir dann schwenken, dann haben wir schwarze Beere, süßen Veilchenduft, auch ein bisschen Blaubeeren, aber auch ein bisschen Teer und Leder, so dunkle Aromen, der ist noch jung. Ich finde, ist ein super schöner Jahrgang, sehr reifer Jahrgang auch und hat aber einfach auch noch eine richtig schöne Säure gehabt. Also man vergleicht auch 15 und 16 bei uns. Die 15 ist nochmal der bisschen sonnigere und 16 hat echt so eigentlich auch die Perfektion von 10, dass er tatsächlich nochmal eine wirklich schöne Säurestruktur halt hat. Und ich denke mal auch so, dass bei den Weinen ist da schon auch, obwohl es reif ist, eine schöne Frische auch bei uns kommt. Und das macht ja die Eleganz des Bordeaux aus. Und das ist eine schöne, das betont zwar auch die Tannine, aber die Tannine sind ganz samtig und reif. Und dann kommt eben diese Säure dazu, was es eben bekömmlich auch macht. Und ja, tolle Eleganz und Länge dieser Wein. Und preislich verkauft Riegel Weine den für 24,95. Und ich denke, diese Komplexität und die Länge hier, das ist schon ein gutes Preis-Genuss-Verhältnis. Aber da können wir ja später dann mit euch nochmal drüber sprechen. Wie viel Prozent, denkt ihr denn, sind im Anbaugebiet bei den Weinproduzenten in Nachhaltigkeit engagiert? Das heißt, dass sie noch nicht alle zertifiziert sind, aber daran arbeiten.
30%, 45% oder 65%. Jo, das sieht man schon, dass die Damen ganz informiert sind. Ich hatte jetzt letzte Woche und diese Woche auch schon ein Bordeaux-Seminar, da sahen die Einschätzungen ganz anders aus. Aber hier liegen die meisten richtig. Lösen wir das Ganze mal auf. 65% und das ist auch richtig. Ich gehe mal weiter in der Folie. 65% des Anbaugebiets engagiert sich und Ziel ist Incendie de Million 2023. 1. Januar müssen alle ein Label haben. Und in ganz Bordeaux hat man sich das Ziel zuerst auf 2025 gesetzt, hat gesehen, dass man das nicht hinkriegt, weil man doch alle mitnehmen muss und will. Und manche eben da mehr Möglichkeiten haben, andere weniger. Und deswegen hat man es auf 2030 erhöht. Bei diesen Nachhaltigkeitslabels spielt, wir kennen ja auch in Deutschland zum Beispiel Fair and Green, spielt eben nicht nur die Reduzierung der Kamine Rolle, sondern eben auch die Reduzierung der Ressourcen, der CO2-Abdruck. Und diese Nachhaltigkeit wird nicht nur auf den Weinbau beschränkt, sondern auch auf den Handel. Bordeaux hat ja einen sehr großen Weinhandel. Das ist einer der meist oder der meist exportierte Wein der Welt. Und der wird auch vor Ort auf der ganzen Welt verkauft. Und das heißt, dass da viel Reisen, Transporte und alles Mögliche damit zu tun hat. Und auch in dem Bereich versucht man zum Beispiel Energie zu sparen und auch den CO2-Abdruck niedrig zu machen. Dann Förderung eines gesunden Zusammenlebens, Mitarbeiter, Nachbarn natürlich. Und mit am stärksten, Hanna, da glaube ich, stimmst du mir zu, ist dieser Punkt die Artenvielfalt. Da hat sich enormes Bewusstsein entwickelt, einfach eigentlich nur die letzten paar Jahre. Ja. Die letzten paar Jahre, aber jetzt dann doch tatsächlich wirklich mit Vollgas. Und es ist auch einfach, würde ich sagen, super zu beobachten, dass sich da wirklich auch von allen Schichten, weil Bordeaux ist ja so ein großes Anbaugebiet, dass da tatsächlich auch einfach komplette Fasswinzer bis ersten Weingüter überhaupt gibt. Und da sind wirklich in allen Schichten die Leute sehr stark mobilisiert mittlerweile tatsächlich was für die Biodiversität und die Nachhaltigkeit zu machen. Ja, und das ist eben dieser Austausch, der, also das ist so eine Dynamik dort, das ist faszinierend. Und alle Weingüter, glaube ich, die du berätst, sind in der Umstellung auf Bio. Und ich habe auch jetzt Interviews mit Weingütern geführt, auch auf Zoom online, die ich die nächste Zeit präsentieren werde. Und da ist zum Beispiel einer im Entre-deux-Mer, der ab diesem Jahr auf Bio umstellt, der andere in der Côte de Castillon, übrigens der Erfinder von dem Flotatri, Monsieur Ménard, hatte ich gestern noch im Interview. Und der hat letztes Jahr angefangen umzustellen. Also es ist wirklich total beeindruckend, wie dynamisch das geht. Aber es ist ja nicht nur Bio, wie gesagt, sondern eben auch diese nachhaltigen Labels, weil nicht jeder kann sofort Bio machen, sondern diese Labels können, also da wird eben die Leute hingeführt, sie werden beraten. Dieses SME vom Fachverband der Bordeaux-Weine vor gut 10 Jahren, glaube ich, in die Wege geleitet, um alle Leute, die Winzer dort abzuholen, wo sie sind. Jeder fängt dort an, wo er ist, aber es muss eben regelmäßig Verbesserungen stattfinden, oder? Und, ja, genau. Und uns ermöglicht halt einfach auch den Austausch zwischen den Weingütern, was tatsächlich doch was ist, was hier nicht unbedingt gang und gäbe war. Also das kann verbessern, aber das war einer der Punkte auch, die mich relativ erstaunt haben, als ich im Bordeaux angekommen bin, dass ich tatsächlich als Berater mehr wusste, was der Nachbar macht, als die selbst, weil die einfach tatsächlich nicht so, ich war das einfach von Deutschland gewöhnt, also ich bin jetzt, komme jetzt nicht aus einer Winzerfamilie, aber wenn man in Geisenheim studiert, dann ist man da trotzdem total auf dem Laufenden. Da wird einfach unglaublich viel ausgetauscht, dann gibt es irgendwie Jungweinproben zwischen den Jungwinzern und solche Sachen, das gab es in Bordeaux, das habe ich tatsächlich in Bordeaux nicht erlebt und
muss sagen, dass ich finde, dass diese dann eben gerade sowas wie SMÖ oder eben auch HWÖ, das sind einfach Labels, die heute ermöglichen, statt Arbeitsgruppen dann und das ermöglicht einfach den Eingliedern, sich auszutauschen. Also die werden da quasi in Kontakt gebracht. Und das ist natürlich, ja, wir wissen ja, glaube ich, alle, dass man halt ja, gemeinsam dann doch einfach weiterkommt als ganz alleine. Und das ist echt eine schöne Sache, dass sich das jetzt so verstärkt. Wir haben das eigentlich schon vor ein paar Jahren gemerkt. Wir haben 2006 angefangen, 2006, pardon, 2016 haben wir eine tatsächliche eine Filiale gegründet, weil wir auf einmal echt viele Weingüter hatten, die wirklich die Biozertifizierungsfrage gestellt haben. Und man muss es doch tatsächlich sagen, Bordeaux kein einfaches Klima für Bio ist. Es ist halt schon sehr, sehr feucht. Hat eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, eigentlich fast das ganze Jahr über. Ich bin also relativ viel und es ist immer erstaunlich, wenn man dann auf einmal wieder in Bordeaux ankommt, wie feucht es doch tatsächlich Ja, ist. ich liebe das Klima, also ich selber schon, ich bin keine Rebe. Obwohl die Reben lieben es ja auch, also es entsteht ja dadurch auch diese Eleganz und es gibt wenig Probleme mit Trockenheit, was ja heutzutage auch positiv Also ist, ja. nein, also ja, eigentlich nicht, weil also tatsächlich ist es halt heute so, dass es schon seit ein paar Jahren Probleme mit Trockenheit und Trockenstress gibt. Aber es gibt auf jeden Fall, also es ist diese Luftfeuchtigkeit im Sommer, die sehr schwierig für Menschen ist, weil sie halt eben vom Atlantik beeinflusst wird. Weißt du, wenn die schon mal im Atlantik Urlaub gemacht haben, wissen ja, wenn man das Handtuch dann irgendwie auf der Wäscheleine draußen hängen lässt, ist es am nächsten Morgen so leicht feucht. Und das hat der Rebe auch. Auch wenn es irgendwie mitten im Sommer ist. Das heißt, ja, für Mehltau ist man halt auch tatsächlich sehr anfällig. Und deswegen ist das Bioklima schon ziemlich schwierig. Aber es ist heute machbar. Und es wurde viel gemacht. Und es gibt unglaublich viele Weingüter heute, die zur Biozertifizierung tendieren und die da hingehen. Und das finde ich jetzt echt tatsächlich einfach eine ganz tolle Sache. Und wir haben das wirklich stark gemerkt und ich merke das auch heute, also heute in meinem Kundenportfolio sind eigentlich alle in Richtung Bio oder Biodynamie und das finde ich ist einfach nur eine super schöne Entwicklung. War höchste Zeit für Bordeaux. Wird nochmal nachgefragt, wie diese Maschine, also diese Mostwaschung heißt Flutatri, aber da kann ich Ihnen euch gern auch nochmal das per E-Mail dann schicken, wie man das schreibt und auch einen Link dazu. Und was wir auch noch haben, wie äußern sich konkret die Biodiversitätsmaßnahmen? Jetzt würde ich mal wieder ein Foto teilen, was wir hier vorgesehen haben als nächstes, weil meine Frage war auch, wir kommen nämlich jetzt zu dieser Biodiversität. Ob du die Biodiversität auch in dem Boden, auch den Boden mit dazu nehmen würdest. Das ist ja jetzt eigentlich, spricht man sonst immer über, was über der Erde ist auch. Aber das ist ja auch die Biodiversität im Grunde genommen, oder? Ich stelle ihn tatsächlich eigentlich fast in den Mittelpunkt. Es sind auch gerade wieder ganz kürzlich Studien von der INRA veröffentlicht worden über das Bodenleben, über die Mikrobiologie im Boden. Es ist eine Vergleichsstudie von konventionellem Weinbau, Bio-Weinbau und biodynamischem Weinbau. Und in dieser Studie geht zum Beispiel auch hervor, dass, was vielen Leuten eigentlich gar nicht bewusst ist, aber das hat eben, ja, ich weiß nicht mehr genau, 97 oder 98% dessen, was wir konsumieren, kommt tatsächlich ja aus dem Boden. Also auch alles, was wir an Fleisch konsumieren, kommt aus dem Boden, weil die Kuh ja irgendwas gegessen hat, was auch mal am Boden gewachsen ist. Und selbst Fisch, also vor allen Dingen Süßwasserfisch, weil es halt eben vom Bodenwasser, also von Grundwasser beeinflusst, Flusswasserqualität, alles hängt mit dem Boden zusammen und mit der Boden und die Bodenqualität ist umso besser, je mehr Bodenleben es gibt, je mehr Mikrobiologie es in dem Boden gibt, und umso besser funktioniert er eben. Und für uns ist es auf jeden Fall ein Schlüsselpunkt. Wir arbeiten unglaublich viel damit. Wir arbeiten ganz viel mit, wie man jetzt hier gerade auf dem Bild auch sieht, mit eben Begrünungen, mit Begrünungsstrategien. Und da gibt es tatsächlich auch ich würde jetzt fast sagen, da gibt es keine Ausrede, weil da gibt es einfach eine Strategie für egal was, welches Weingut, für egal was denn ihr Verkaufspreis ist, da gibt es eine Strategie für jeden, weil der eine kann eben, wie man hier auf dem Bild sieht, der begrünt eine Zeile und behält zwei Zeilen, die dann nur mäht, oder jemand begrünt alle Zeilen, oder jemand macht es im Winter, macht es im Sommer. Da gibt es wirklich so viele Möglichkeiten und man kann da so viele Getreidearten anpassen oder überhaupt also Einsaaten anpassen, die tatsächlich das Bodenleben verbessern. Das ist einer der Punkte, an denen wir unheimlich viel arbeiten. Und natürlich die
Bio-Frage und die Spritzmittel und was wir da verwenden und wie können wir die alle reduzieren. Das sind natürlich auch alles Sachen, die unglaublich wichtig geworden sind. Ja, die haben ja alle, die sind alle für das Bodenleben wichtig, weil sie natürlich auch, wenn wir konventionelle Spritzmittel benutzen, gehen ja immer irgendwelche Reste davon auch ins Bodenleben überall. Ja. Genau. Und es sind jetzt ein paar Fragen, die würde ich bloß später dann rein. Also wir sehen es und würde ich dann später nochmal dazu nehmen. Gehen wir erstmal weiter hier mit den ja, mit der Bearbeitung des Bodens auch. Genau, also ich sagte ja gerade schon mal, es gibt dann einfach auch für jeden eine Möglichkeit. Also es gibt Weingüter, die heute mit dem Pferd eben arbeiten. Also das ist heute bei uns in Bordeaux fast eigentlich schon, ich sage nicht gewöhnlich geworden, aber es gibt schon einfach tatsächlich Weingüter, die es machen. Also die machen es vielleicht nicht immer und überall auf allen Weinbergen, aber dann in bestimmten Zeitpunkten oder zum Beispiel machen es relativ gerne in Junganlagen, also gerade wenn es neu gepflanzt ist, die ersten 1-2 Jahre, weil halt dann doch die Bodenverdichtung nicht ganz die gleiche ist, wenn es 600 Kilo oder ein 800 Kilo Pferd ist. Oder 800 Kilo Traktor meinst du, ja. Ja, nee, 800 Kilo ist das Pferd. Das Pferd, und, okay. Ja, und 3 oder 4 oder 5 Tonnen ist der Traktor. Ah ja, okay. Dann schon die gleiche Auswirkungen, also das gibt es schon und natürlich gibt es halt einfach auch Betriebe, die natürlich auch das jetzt viel globaler eben natürlich wieder sehen, weil sie natürlich auch das Tier wieder in den Mittelpunkt zum Weinbau auch bringen wollen. Ne? Also das ist weg von der Monokultur hin zu eben einfach was viel diverser ist. Das heißt, es ist halt eben einfach auch Tiere Teil von dem Projekt eben sind. Aber das hat natürlich auch einen finanziellen Aspekt und das kann sich auch wahrscheinlich nicht jeder leisten. Nicht jeder. Muss ja auch nicht sein, aber wer es kann und wer es möchte, der hat auf jeden Fall heute die Möglichkeit, es gibt da ziemlich viel Angebot bei uns in Bordeaux und auch in Saint-Emilion und ich glaube, da kommen noch ein paar andere Fotos. Ja, genau, ich wollte bloß noch sagen, das ist auch der Graf Neidberg hat nicht selber Pferde, sondern es gibt jetzt wirklich Unternehmen, die das ausleihen. Also es ist auch mit diesem Flottatrice, wo ich aber mit dem Erfinder gesprochen, es gibt auch nicht nur Flottatrice, es gibt noch eine andere Maschine, die ähnlich funktioniert, die heißt Tribay, das wird jetzt weiter, da können wir später nochmal sprechen, weil die Frage kam, aber der hat gesagt, auch diese Maschinen kann man natürlich ausleihen und das ist natürlich schon gut, weil man sich dann auf die Kernaufgaben konzentrieren kann und das richtig gemacht wird dann auch. Das ist tatsächlich ein Luxus, an den ich mich schon stark gewöhnt habe, weil Bordeaux halt tatsächlich so ein großes und so ein intensives Anbaugebiet ist, da gibt es tatsächlich sehr viel Angebot an ausgegliederten Arbeiten. Das heißt wirklich tatsächlich alles Material. Es hat ja eigentlich so wie kein Weingut hat eine eigene Abfüllungsanlage. Es wird alles über Lohnabfüllung gemacht, weil halt gerne die Leute mit sehr neuer Technologie arbeiten. Die füllen natürlich auch nicht immer ab, wenn es irgendwie füllen ja nicht irgendwie 3 Fässer ab, wenn es mal regnet. Die füllen dann eigentlich nur einmal oder zweimal im Jahr vielleicht ab. Aber und die Bodenbearbeitungssachen auch. Also klar, weil ein Pferd kann nicht also 8 Stunden am Stück arbeiten. Es gibt heute Leute, die kommen dann mit dem LKW, haben auch 3 oder 4 Pferde dabei und dann werden die nach 2 Stunden wieder ausgetauscht. Also da hat sich tatsächlich unheimlich viel gemacht. Es gibt da unglaublich viel Angebot, was natürlich nicht unbedingt vielleicht der Fall in anderen Ländern oder Regionen ist, weil es halt nicht große Anbaugebiete sind. In Bordeaux ist ja einfach so wahnsinnig viel Fläche, dass es da halt einfach viel Abnehmer auch gibt. Und jetzt hier auf dem Foto sieht man auch wieder manche neuere Technologien. Das ist der Viti-Robot. Der ist, ist ein solarbetriebener Rasenmäher. Das ist auch einfach eine interessante Sache. Das ist nicht also das ist nicht so wahnsinnig teuer. Wir sehen nachher noch ein Modell, das ist sehr viel teurer. Aber für solche der Pferde kann dann auch die Steillagen fahren, die Hanglagen fahren. Der kann einfach tatsächlich Rasen mähen, wann immer man ihn braucht. Ich glaube, das ist auch beim Graf Neidberg gewesen, ne? Der Rasenmäher. Ja, stimmt. Den haben wir als Bild. Mit dem hatte ich im November eben ein Seminar. Da habe ich die beiden jetzt drinnen gelassen. Und die hast du mir geschickt. Genau, weil das ist der, ich nenne ihn immer der Tesla. Der ist einer meiner Kunden, hat den entwickelt, die zusammen mit einem Startup, die mittlerweile aber auch schon ziemlich groß geworden sind. Die sind mittlerweile, glaube ich, 50 Mitarbeiter. Das ist auch ein elektrisch betriebener Überzeilenschlepper, natürlich alles vollautomatisch, der Unterstock-Bodenbearbeitung macht. Man kann da zwischen die Reifen alle möglichen Unterstock-Bodenbearbeitungsgeräte anbauen und dementsprechend dann den alleine fahren lassen. Der kann auch tatsächlich wie das Tesla-Fahrzeug, also wie das Auto, ganz alleine fahren. Der ist vorprogrammiert, mit GPS gesteuert, aber er hat natürlich Zulassung dafür heute. Aus Sicherheitsgründen darf er nicht ganz alleine fahren. Das heißt, es muss jemand dabei sein, der bis 400 Meter von dem Gerät entfernt sein kann. Das heißt, er kann sich auch gleichzeitig um
Bacchus heißt er, um mehrere Bacchus kümmern. Aber auf jeden Fall ist das so ein bisschen was, wo manche Weingüter schon so ein bisschen auch die Zukunft drin sehen, weil er natürlich, wenn die Batterie leer ist, geht fährt er ganz alleine in seinen in den Unterschlupf und lädt sich wieder auf und er kann halt so tatsächlich eigentlich jeder Tages- und Nachtzeit Bodenbearbeitung machen, dann, wenn es tatsächlich möglich ist oder wichtig ist. Das ist ein ähnliches Konzept, also das ist eine andere Firma, aber ein ähnliches Konzept. Da ist es auch ein elektrischer Überzeilenroboter, der die Bodenbearbeitungsgeräte da jetzt hinten dran hat. Ist eine andere Firma, aber ist auch, sag ich mal, vergleichbar und hat eben auch die gleichen Vorteile. Ist halt ganz alleine, rein theoretisch, ganz alleine sich um die Bodenbearbeitung, die Unterstockbodenbearbeitung kümmern kann. Ja, wunderbar. Jetzt habe ich noch ein paar Bilder, was die Biodiversität angeht. Einfach Collagen, die jetzt nicht unbedingt von deinen Weingütern stammen, aber da sieht man eben, wie wieder Gräben praktisch gelassen werden, Bäume gepflanzt werden, Orchideen. Also es ist unheimlich, wie sich die Natur auch schnell erholt teilweise, gell, was man da so über die Jahre beobachten kann. Gott sei Dank. Ja, also der Boden reagiert eigentlich ziemlich schnell. Das ist sehr erstaunlich. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesehen, weil ich natürlich in meiner Karriere bisher schon öfter mal mit Weingütern angefangen habe zu arbeiten, die vorher sehr viel Herbizideinsatz hatten. Und es ist tatsächlich erstaunlich, wie schnell sich Boden wieder neu erholt. Und auch in der kürzlich veröffentlichten Studie von der INRA sagte tatsächlich auch, dass es keinen toten Boden tatsächlich gibt. Also wirklich auch wirklich stark beschmutzte Böden können sich relativ schnell wieder regenerieren, wenn man ihnen so ein bisschen auf die Sprünge hilft. Und bei den Bildern, gerade kannst du nochmal zurückgehen auf die Frage davor. Genau, es ist halt einfach, ich glaube, ich habe irgendwo zwischendurch ganz schnell so eine Frage gesehen, also ja, wie drückt sich die Biodiversität irgendwie so ein bisschen aus? Also zum einen schon, was wir vorhin schon sagten, auch irgendwie so ein bisschen Tierwelt wieder reinzuholen in den Die Wald. konkreten Maßnahmen wurden gefragt, ja, und das ist hier zum Beispiel der Graben, dann die Hecken werden extra gepflanzt und hier ist sogar agroforestär, es werden sehr viele Bäume gepflanzt und in dem Fall sogar im Weinberg, da bist du nicht ganz so begeistert, glaube ich, wir haben da schon drüber gesprochen. Nee, also es wird bei uns, wir machen das, wir haben auch Kunden, die das machen und die das machen wollen, aber bei uns nicht, da ist es jetzt tatsächlich, glaube ich, so, dass da einfach ein Weinberg um einen Baum gepflanzt wurde. Was ich aber schon häufiger sehe, ist, dass zum Beispiel Fehlstöcke in manchen Weinbergen, die jetzt mittlerweile nicht mehr mit einer Rebe ausgetauscht werden, sondern dann mit irgendwie einem Apfelbaum. Ja, die Fehlstöcke auch, ja, weil ja alte Reben häufig wertvoll sind und die nicht dann auch guten Wein geben. Aber auch, also es gibt einen ganz wichtigen Aspekt, also an dem wir ziemlich viel arbeiten. Das heißt, wenn man diese ganze Mikrobiologie, die man da im Boden beobachtet, das ganze Bodenleben, das ist alles, was Insekten angeht und alles, was Regenwürmer angeht und sowas alles, wenn man hektarweit nur Weinberg hat, die zum Beispiel auch bearbeitet werden, weil es mögen ja die eigentlich auch nicht unbedingt, dass man die Tiere quasi stört. Und wenn die keine Möglichkeit haben, zwischen dem Waldstück, das rechts und dem, weiß ich nicht, dem Teich und der Hecke, die links liegt, zu kommunizieren, weil der Abstand zu groß ist, weil in der Mitte so viel Weinberg gepflanzt wurde, dann werden die nicht automatisch von links nach rechts wandern wollen. Das heißt, wir versuchen momentan, die Konnektion wiederherzustellen zwischen eben einfach Stellen, an denen es Schatten gibt, an denen es kühl gehalten wird, an denen der Boden dann durch Bewachs quasi isoliert auch ist, und an dem der Boden nicht bearbeitet wird, damit eben diese Tiere auch einfach anfangen, sich zu bewegen von einem Weinberg zum anderen, von einer Hecke zum anderen. Und das ist das. Sie vermehren dann praktisch auch. Gell? Genau. Und hier, das ist übrigens im Medoc hier auf Château Antonique, und die haben eben Fledermäuse. Und diese Bäume, die bilden den Fledermäusen einen Schallraum und dann fliegen die weiter. Und das ist ja auch wieder wichtig. Die Fledermäuse bringen sehr viel zum Kampf gegen die Schädlinge. Genau. Das ist einmal die Flora, die gefördert wird, und dann eben auch die Fauna hier mit der Fledermaus, aber eben auch, ja, hat auch viel zugenommen. Gibt vielleicht, auch Leute, ich meine, die Bienen in den Weinberg bringen, weil es natürlich auch mit Bienen ist ein großes Thema. Da gibt es sogar auch ein Label, das heißt Bee Friendly, was einige sich zulegen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie man das genau im Rheingau nennt auf Deutsch, aber ich glaube, da gibt es ja in Deutschland, glaube ich, diese
nicht Umbruchsfläche oder ich weiß nicht mehr so genau, wie das Brach, Brachfläche, genau, oder? das gibt da, glaube ich, irgendwie so. Also ich weiß, dass es da im Rüdesheimer Berg zum Beispiel so ein paar Flächen gibt, die nicht bepflanzt werden dürfen, weil sie natürlich als, ja, also als Biodiversität irgendwie tatsächlich dienen. Man muss sich vorstellen, dass das in Bordeaux tatsächlich nicht der Fall war. Also das wird jetzt hier quasi wieder neu entdeckt. Ne? Es war tatsächlich eine Monokultur, die hektarweit betrieben wurde. Es gibt ja Weingüter Medoc, die haben 150 Hektar genau vor der Tür, aber das ist dann wirklich tatsächlich auch nur Weinbau. Also da wird sich tatsächlich wieder viel dran gearbeitet. Da habe ich eben auch gestern mit dem Herrn Menard darüber gesprochen. Er hat gesagt, mit der Biodiversität müssen Sie nicht so viel machen wie Medoc. Das sind ja die Bilder, die wir jetzt hier haben. Oder, also das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, bei ihm ist sehr viel Biodiversität, weil sie sowieso eben die Weinberge mit Wald und Hecken und alles schon länger haben. Das ist natürlich der Vorteil von den Kleingliedrigen auch, auch im Entre-des-Mers teilweise. Genau. Schön, wunderbar. Dankeschön.